Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Motorsport und heute wieder hier in der Tour unterwegs zum Thema Speerspitze und ich würde sagen, da gucken wir jetzt einfach mal rein. Moderne Hypercars sind bekannt für ihre revolutionären aerodynamischen Designs. Sie bestehen aus den stärksten und leichtesten Materialien. Ihre Silhouetten erregen überall Aufmerksamkeit und zusammen mit innovativen Antrieben liefern sie unfassbare Rundenzeiten. Ja, ihr wisst jetzt schon, welches Auto ich nehme, ich nicht. Von daher werde ich mir kurz das Auto aussuchen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und natürlich, ihr wisst es schon, habe ich den McLaren Sabre genommen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wenn man schon mal die Gelegenheit hat, ein so besonderes Auto zu fahren, dann nutzt man das doch. Und hier in Deutschland werden wir die Möglichkeit wahrscheinlich nicht bekommen. Natürlich kann es sein, dass dieses Auto über Umwege den Weg nach Deutschland findet, aber eigentlich ist er für den amerikanischen Markt entwickelt und auf 15 Stück limitiert. Und ihr seht es oben rechts, natürlich ist dieser Wagen auch schon hochgefahren. Sprich, wir können jetzt hier schön in 1 durchziehen. Aber wir fahren den hier jetzt natürlich in der Serie. Ich glaube 786 hat er Serie. Und ich kann euch sagen, hat er ein bisschen weniger Serie. Sehen wir am Ende, wie viel er genau hat. Aber ich kann euch schon mal sagen, ich finde ihn ein bisschen rutschig auf der Hinterachse. Also da hätte ich gerne mehr Grip, obwohl er hinten schon diesen immensen Flügel hat. Ja, ihr seht's, er geht hinten schon leicht weg. Gut, hat auch nicht wenig Leistung. 824 PS. Aber dazu kommen wir später nochmal. Aber ja, da reißen natürlich schon mal ein paar Kräfte an der Hinterachse. Allen im allem auf jeden Fall nicht das einfachste Auto. Und auf dem LI finde ich schon echt krass, dass der so niedrigen LI hat. Wenn man bedenkt, dass ein BMW M der M4 von 2022 hat auch so irgendwas um die 750, ein paar, so in dem Dreh ganz grob. Ich werde da gleich nochmal gucken, was nachbessern. Aber ich meine, der liegt auch, also es gibt viele Autos, die halt hier so in dem Dreh liegen. Und dass der McLaren Sabre da in der Region auch liegt, ja, schon ganz schön krass. Aber gut, wie ich halt auch gerade sage, ne? Der geht mit der Hinterachse, der hat, also griptechnisch finde ich, ihr seht es auch hier in der Kurve, steht er ein bisschen quer. Beim Anbremsen schmeißt er das Heck ein bisschen. Also griptechnisch sind wir hier nicht auf einem Level, wo ich sage, ja, das, da müssen wir nichts dran machen. Also das erste wird Grip sein, wo ich dran gehe. Ich weiß auch noch nicht, also ich werde das Auto natürlich auch auf für unsere Zeitentabelle fahren. Oder für meine Zeitentabelle. Ich weiß noch nicht, ob ich die Zeit für 800 fahre. Also ich werde in dem nächsten Step, im nächsten Rennen, jetzt das Tuning auf 800 aufbauen. Dann können wir uns mal angucken, wie er fährt. Und dann gemeinsam entscheiden, macht das Sinn, den auf 800 zu fahren, da eine Zeit zu setzen? Oder macht das keinen Sinn? Also, ich will nicht zu schlecht reden, aber ich glaube nicht, dass wir ihn auf 800 fahren werden, also zeittechnisch. Weil
Wenn wir hier bessere Reifen drauf machen, werden wir deutlich über 800 drüber sein. Wir können ein bisschen breitere Reifen machen. Vielleicht können wir die Aero machen, da könnten wir noch ein bisschen LI drücken. Vielleicht können wir dann Aero machen und hintere Reifen ein bisschen breiter. Ja, da müssen wir mal gucken, was wir machen können. Wo er auf jeden Fall eine Zeit fahren wird, ist für die 900er Klasse. Das ist, denke ich mal, auch wenn der auf 900 aufgebaut ist, ein Bereich, wo er durchaus hingehört. Da freue ich mich auch drauf. Ich glaube, da wird er auch gut konkurrenzfähig sein. Ich bin jetzt selber auf 900 noch nicht gefahren. Aber so von den reinen Leistungsdaten denke ich mal, dass er da ganz, ganz gut zu Hause sein wird. Weil da können wir dann bessere Reifen drauf machen. Können wir bestimmt eine Gewichtsreduktion machen. Vielleicht noch ein bisschen ja, Leistung, Gewicht, Reifen. Bis 900 sollten wir von allem etwas machen können. Und dann sollte er da doch sehr konkurrenzfähig sein. Wobei er jetzt hier im Eröffnungsrennen, sage ich jetzt mal so, klar ein bisschen Grip-Probleme hat, in Anführungsstrichen. Also, ja doch, hat er. Müssen wir nicht in Anführungsstrichen setzen. Er hat Grip-Probleme. Ihm fehlt es definitiv an Grip. Hätte ich mehr von erwartet. Aber so durchaus nicht schlecht abschneidet, platztechnisch zumindest. Sind jetzt hier auf P4 vorgefahren. P3 werden wir uns jetzt, denke ich mal, auch in den nächsten Momenten holen. Ah, vielleicht da. Stupser. Ja, vielleicht ist er auf 800 auch tatsächlich gar nicht so schlecht. Also vielleicht wird er ein bisschen rutschig, ja. Vielleicht nicht allzu einfach zu fahren, vielleicht aber auch gerade deswegen könnte er vielleicht schnell. Ich bin gespannt, was wir gleich aus ihm rausholen werden. Das wären jetzt Mutmaßungen. Da müssen wir jetzt einfach nochmal einen Moment abwarten. Aber ist ja auch nicht mehr lange. Wir sind jetzt in der letzten Runde. Dann werde ich mich ans Tuning begeben. Und dann werden wir sehen, was wir machen. Ich habe gerade spontan die Idee, vielleicht machen wir das Tuning zusammen für 800. Ich probiere das mal und dann könnt ihr mal sagen, wie ihr das so findet. Wenn ihr seht, wie ich tune. Und ich auch selber mal austesten, wie ich das finde. Weil man muss ja auch immer was zu reden haben, sage ich mal. Dass einem nicht der Gesprächsstoff ausgeht. Ich will euch ja auch unterhalten. Ihr sollt ja nicht hier einfach nur zugucken. Ich würde sagen, wir probieren das mal mit dem Tuning. Wir tunen mal zusammen. Und dann schreibt ihr mir in die Kommentare, wie ihr das gefunden habt. Dass ihr seht, wie ich tune und was ich mir dabei denke und all sowas. Und dann gucken wir mal, ob wir das die nächsten Male öfter machen. Vielleicht machen wir es mal, vielleicht machen wir es immer. Ne, wie gesagt, weiß ich noch nicht, ist mir jetzt eben gerade live eingefallen. Und dann nehme ich euch jetzt einfach mit, dann machen wir jetzt hier auch einfach komplett uncut einfach weiter. So. Ja, weiter. Leistung. So, ihr seht, wir dürften rein theoretisch bis 900 schon und 700. 86 war richtig. So, dann würde ich jetzt aber erstmal gucken. Reifen. Ja, gut, damit kommen wir. Wir kommen mit den Sportreifen drüber. Wir könnten die jetzt mal reinpacken. Und jetzt beim Heckflügel gucken. Ja, okay, der gibt uns LI. Aber, also wir brauchen Grip. Also ich würde den Heckflügel, glaube ich, nehmen. Nimmt uns natürlich auch gut Geschwindigkeit. Wie sieht es denn sonst aus? Nimmt uns irgendwas LI?
Einmal durchgucken. Ja, Motor unrealistisch. Ja, dann würde uns quasi nur Gewicht was bringen, aber wir haben jetzt 1478 Kilo. Okay, kommt nicht viel zu, aber nimmt uns auch nicht viel, Ellie. Also, die Variante ist schon mal raus. Reifen hinten könnten wir machen. Und Reifen vorne, dann wären wir halt maximal Ellie. Mache ich nicht oft. Normalerweise mache ich es relativ gleichmäßig, aber hier würde ich tatsächlich darauf gehen, hinten nur breitere Reifen zu machen, weil wir eben LI-technisch so sehr eingeschränkt sind. Gewichtsreduktion, so leicht kriegen wir nicht. Und auch damit kommen wir viel zu hoch. Fahrwerk gibt es nur das Driftfahrwerk. Ja, Leistung brauchen wir jetzt, da brauchen wir nicht nachgucken quasi. Heckflügel könnten wir dran machen. Bringt uns auch im Handling ein bisschen was. Nimmt uns Geschwindigkeit, aber würde ich tatsächlich versuchen. Aber nur hinten Aero ist auch nicht so. Vorne Aero kriegen wir schon wieder nicht mit hin. Allerdings, ich will auch ungern nur hinten Aero machen. Und es tut ihm auch gut im Handling-Bereich. Wir nehmen das mal mit rein. Und gucken mal, dass wir jetzt doch den LI gedrückt bekommen. Und zur Not hier mit dem Käfig würden wir es schon mal hinkriegen. Und viel andere Sachen bleiben uns auch nicht übrig. Wir können jetzt höchstens noch gucken, was wir machen können, was nicht den LI sofort steigert. Das ist das Diff, das eigentlich immer. Antriebswelle gibt es schon wieder. Getriebe gibt es auch. Es war klar eigentlich. Ja, Reifen vorne auch. Gewichtsreduktion bringt uns auch. Schwungscheibe könnten wir noch, aber auch die bringt uns. Nee, da gibt es nichts mehr, was wir noch machen können. Also zumindest nicht, dass wir in dem 800er-Bereich bleiben. Und von daher würde ich sagen, bestätigen wir das so, übernehmen das so. Und fahren ihn erstmal. Bevor wir jetzt irgendwas einstellen vom Einlenken her, hat das eigentlich gepasst. Gut, eben hat die Hinterachse ein bisschen mitgelenkt. Wenn wir das jetzt weggekriegt haben, dann könnte es jetzt sein, dass er zu einem leichten Untersteuern kommt. Da müssten wir da nochmal kurz ein bisschen gegenarbeiten. Aber das finden wir jetzt hier im Tuning raus, im Training raus. Erstmal Kraftstoff, Reifen, hier ein bisschen runter. Also 6 Runden mitnehmen, das reicht. Und dann starten wir mal ins Training rein. Eigentlich halt auch was ich normalerweise alleine mache, euch dann nur das Ergebnis zeige. Aber ich würde sagen, wir probieren das jetzt hier mal aus. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt die ganze Folge so mache. Ich glaube nicht. Aber jetzt einfach mal zum Probieren. Und dann könnt ihr mal sagen, wie ihr das jetzt gefunden habt. Ja, ich würde ihm tatsächlich. Ja, so ein bisschen ganz, ganz leicht. Aber ich würde ihn erst noch mal so lassen. Nein, ich will nicht. Ich will Auto tunen. Ja, ich würde hier tatsächlich vorne so ein bisschen hinten machen wir so. Nicht viel. Und dann würde ich vorne die Feder noch ein Stück.
Obwohl vorne ist schon weich. Ich würde hier eher ein Stück härter machen. Melodie wird übernommen. Ja, ist ein bisschen angenehmer. Also es war ja auch wirklich nicht viel. Da müssen wir da auch nicht viel dran machen. Dann reichen es schon einfache Dinge. Ja, er hat noch ein bisschen seinen eigenen Willen. Wir haben ihm zumindest seinen Geist gelassen, obwohl haben wir ihn mit der Ero schon komplett genommen eigentlich. Aber wir haben tatsächlich das leichte Heck wegbekommen. Und damit würde ich sagen, ja, wir haben die Zielzeit erreicht. Und damit würde ich sagen, überspringen wir das Training. Ich verbringe eigentlich gar nicht so viel Zeit am Training immer. Also ganz oft, dass ich eine halbe Runde oder eine Runde, je nachdem, ob ich irgendwas zum Einstellen habe, wo ich sage, möchte ich ein bisschen. Aber sonst eigentlich das meiste dann auch mit euch zusammen. So, und dann gehen wir jetzt zum Rennen. So wie immer von Platz 12 gestartet. Ist ja eigentlich auch schon so Standard geworden. Und ja. So, jetzt musste ich gerade mal einen Schluck trinken. Weil da ich das eigentlich sonst immer alleine mache, kann ich dann immer bequem nochmal kurz eine Pause machen, was trinken. Oder halt auch mal eine rauchen. Oder irgendwas anderes machen. Wenn man kurz Pause macht. Das fällt natürlich weg, wenn wir das jetzt hier so in eins durchziehen. Wobei auch hier könnte ich ja einen Cut reinsetzen. Also ja, ich bin gespannt, was ihr sagt. Allerdings, wenn wir das Training oder das Tuning immer zusammen machen, dann müsste man, bin jetzt drauf gegangen, dass ich hier wieder eine Folge draus mache und die ein bisschen länger ist. Wenn wir jetzt das Tuning auch zusammen machen bei 5 Rennen, dann wird es wirklich ein bisschen lang. Dann müsste man schon doch wieder drauf gehen, dass man 2 Folgen macht. Und ich finde es eigentlich mit einer Folge schöner, weil dann hat das Auto eine Folge bekommen. Und ihr habt auch so, man fängt mit einem Auto an und das Auto ist dann in der Folge auch fertig und muss nicht auf die nächste Folge warten. Also, gibt ein paar Folgen noch bestimmt, wo ich das so gemacht habe. Dadurch, dass ich die ja ein bisschen mische. Aber die sind dann hier voraufgenommen. Also von daher, ich glaube nicht, dass man das Training, das Tuning immer zusammen macht, aber so bestimmte Sachen, vielleicht immer so die letzten Tunings. Wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Und auf eure Meinung gespannt. Und hoffe, dass ihr auch bitte wirklich in die Kommentare schreibt. Und nicht denkt, wird schon irgendwer was reinschreiben. Ist mir wirklich wichtig, da eure Meinung zu wissen, weil Videos sollen euch ja gefallen. Von daher habt ihr die Möglichkeit, da mitzugestalten. Bitte nutzt die und gebt mir da Feedback. Was wir schon sehen, also wir sind auf jeden Fall, ja, wir sind jetzt schon auf P3. Das leichte Heck ist weg. Ja, vielleicht macht es doch Sinn, ihn doch wirklich doch mal auf 800 zu testen. Zeiten zu fahren. Ich meine, tut ja eigentlich nicht weh.
Ja, ich glaube, ich fahre die Zeit mit ihm. Das mache ich jetzt gleich nach dem Rennen. Dann mache ich einen kurzen Cut. Fahre einmal kurz auf Kyalami und einmal auf Spa. Die Zeiten blende ich euch dann am Ende mit ein. Also, beziehungsweise, ihr kriegt am Ende ja eh die Tabelle. Oder blende ich es euch gleich mit ein? Weiß ich noch nicht genau, wie ich es mache. Aber ich werde ihn, glaube ich, auf 800 mal testen. Könnte doch eventuell ganz interessant sein. Da mal zu gucken, wie er da so funktioniert. Weil für ein 800er Auto liegt er jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass er mit den kleinen Änderungen doch so gut auf der Straße liegt. Macht mich nur noch gespannter auf die 900er Version. Das könnte dann echt ein Biest werden. Aber die 900er Varianten, die sind auch teilweise manchmal schon wieder so, dass sie einfach zu viel Leistung haben. Sorry für den kleinen Stupser. Auto war es zu langsam. Ah, hier haben wir das Grün mitgenommen. Ah, jetzt haben wir Kratzer ins Auto gemacht. Und das ist so ein besonderes Auto. Ich habe es eben schon mal angeschnitten. 15 Stück sind von produziert worden. Von, müsste an der Seite auch irgendwo draufstehen, MO, irgendwas von McLaren Special Off, irgendwas. Tatsächlich von einem McLaren-Händler in Beverly Hills entwickelt worden oder entworfen worden. Speziell für den nordamerikanischen Markt, wie schon gesagt. Deswegen wird er nicht nach Deutschland kommen. Oder halt nur über Umwege, wenn ihn irgendwer gebraucht kauft. Ich weiß gar nicht, ob man ihn neu als Deutscher kaufen könnte. Ja, mit den Preisen wird sich da auch sehr bedeckt gehalten. Allerdings wurde 2022 einer versteigert. Und der ist für 4,5 Millionen US-Dollar weggegangen. Also auf jeden Fall ein Fahrzeug, was man sich jetzt nicht mal eben so aus der Portokasse holt oder die wenigsten Menschen aus der Portokasse holen. Und doch, der ein oder andere Automobilhändler, Sammler, nicht Händler, sondern Sammler, sich die Finger nachleckt nach diesem Fahrzeug. Oder ja generell nach diesen sehr besonderen Fahrzeugen. Ist jetzt auch nicht so, dass es hier nur eine bestimmte Farbe gab. Konnte man sich eigentlich so konfigurieren, wie man wollte. Aber ja, ich würde sagen, wir sind mit dem Rennen durch. Wir machen einen kurzen Cut. Ich fahre ihn auf 800 und dann sehen wir uns wieder. Ich blende euch hier mal ganz kurz die Tabelle ein. Ich bin ihn jetzt auf 800 gefahren, auf Kyalami und Spa, und hat den 5. Platz belegt. Aber nur ganz kurz, denn wir sind im nächsten Rennen. Wenn ihr es genauer sehen wollt, müsst ihr kurz Pause drücken. Beziehungsweise nachher am Ende kommt die Tabelle natürlich auch nochmal. Ja, irgendwie haben wir hier gerade einen Soundbug. Ah, jetzt haben wir wieder richtigen Sound. Ja, ihr seht, auch bei mir gibt es mal den ein oder anderen Bug im Spiel noch.
Ich lasse das auch drin. Ich habe das letztens schon mal gehabt. Da habe ich es auch drin gelassen. Ich kann ja nichts dafür, wie das Spiel ist. Auch hier hat er mich ein bisschen zur Seite geschoben. Bleibt auch drin. Bleibt so, wie es ist. Ungeschönt. Das ist das Spielerlebnis, was ich habe. Da nehme ich euch mit hin. Aber unterm Strich, es macht trotzdem Spaß. Sind wir mal ehrlich. Es ist eigentlich ein gutes Spiel. Wenn die ein, zwei kleinen Fehler nicht wären. Kann man unterm Strich zufrieden sein. Aber kommen wir mal zum Auto. Wir sind jetzt natürlich nicht mehr auf 800 unterwegs. Was haben wir gemacht? Ich habe die maximale Gewichtsreduktion, beziehungsweise es gibt auch nur eine Gewichtsreduktion, hier in das Auto verbaut. Und damit sind wir jetzt auf 1367 Kilo gelandet. Also schon ein bisschen Gewicht eingespart. Und leichter ist ja immer besser. Ihr seht auch hier, kommen wir gegen die KI natürlich wieder super an. Und ja, hier habe ich mal wieder den Fehler, dass die Strecke weg ist. Auch ein sehr schöner Bug. Man denkt, man kann fliegen. Man muss sich das alles nur schönreden. Ja, sind wir wieder geflogen. Ja, was haben wir noch gemacht? Ihr seht schon, unten rechts, da steht Soft. Wir haben also die Rennreifenmischung draufgezogen. Und das war's auch schon, was wir jetzt gemacht haben. Und damit sind wir auf einen LI von 854 gelandet. Und viel gibt's auch nicht mehr, was wir machen können. Handlingstechnisch zumindest. Also ich werde jetzt im nächsten Step das Getriebe noch machen, die Kupplung, Antriebswellen. So den Punkt in Angriff nehmen. Ja, ganz schön viel Strecke, die hier verschwindet. Aber ja, ich lasse es so drin. Ich zeige es euch so, wie es bei mir ist. Und ab und zu kommt dieser Fehler mal vor. Hatte ich auch schon, dass er mehr war. Also ihr seht, auch bei mir funktioniert das Spiel halt nicht optimal. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da aber auch keine Lust, da jedes Mal dann die Aufnahme neu zu starten. Gucken, dass ich es rauskriege, dass es gut aussieht. Und hinterher guckt ihr euch das Video an. Vielleicht auch, weil ihr überlegt, euch das zu kaufen und seht da was, was gar nicht so ist. Von daher, seht es mir nach, wenn ihr es guckt, um es einfach nur zu genießen. Hätte aber ein schlechtes Gewissen, wenn ich das verschönen würde und irgendwer holt sich das Spiel und sagt, oh, ich habe da hier die Bugs, und dann schreibe ich, ja, habe ich auch. Ja, warum hat man die nicht gesehen? Ja, weil ich sie mal rausgeschnitten habe. Würde ich in dem Punkt dann demjenigen, der sich das Spiel vielleicht holt, weil er es bei mir gesehen hat, unfair gegenüber finden. Von daher lasse ich sowas dann halt auch drin. Und ich sag mal so, ich bin froh, dass ich hier die Rennlinie habe. Denn wenn ich die nicht hätte, würde ich gar nicht erkennen, wo die Straße ist. Zumindest kaum, weil wir sehen den Nachthimmel. Ja. Aber kommen wir noch mal ein bisschen zu ein paar Daten und Fakten zu diesem Auto. Der McLaren Sabre hat den gleichen Motor wie der Senna drin. Also auch ein 4 Liter V8 Wind-Turbo aufgeladenen Motor. Ja, ist schwer zu fighten hier.
allerdings noch ein bisschen optimiert in der Abstimmung. Und dadurch konnte McLaren hier tatsächlich nochmal 35 PS mehr rausholen. Wir haben also 824 PS auf 800 Newtonmeter Drehmoment. Da haben wir den Soundbug auch noch dazu. Also, im nächsten Rennen werde ich gucken, dass es nicht drin ist. Da würde ich dann auch neu starten, aber ich würde euch sagen, wenn es dann nochmal ist, also ich werde jetzt einmal neu starten danach. Und erfahrungsgemäß müsste es dann eigentlich weg sein. Aber so habt ihr das jetzt gesehen und ich sag's euch, dass ich neu starte. Von daher ist das dann, denke ich mal, dann okay. Weil auf Dauer macht das so keinen Spaß zu spielen, sage ich euch ganz ehrlich. Ja, mir fehlt es gerade schwer, was über das Auto zu erzählen mit dieser Strecke, die hier verschwindet. Die beschäftigt mich doch irgendwie mehr. Ich hoffe, dass das mit dem nächsten Update weg ist. Also, wohlgemerkt, da ich nicht weiß, wann ihr das Video guckt. Wir haben gerade den 10. Januar, wo ich das Video aufnehme. Also, nach dem 3. Update vor dem 4. Update. Und ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut und dann sehen wir uns wieder. Und ich habe mich spontan entschieden, ich nehme euch einfach mit, wenn wir jetzt hier den Rest zusammenbauen. Und ich fange mal hinten an. Ah, wir gucken mal uns die Heckstoßstange an. Gibt uns LI dazu. Gibt uns auch Handling, aber... Ah, macht jetzt keinen großen Unterschied. Angeblich ein bisschen Geschwindigkeit. Ich lasse weg. Motorhaube, die typische, ja, nimmt ein bisschen Gewicht nochmal. Aber bringt halt auch ein LI nochmal. Heben wir uns für den Schluss auf. Getriebe auf jeden Fall. Hier fahren wir schon. Antriebswellen. Kupplung können wir hier gar nicht. Hat er gar nicht. Reifen würde ich tatsächlich so lassen. Ich würde vorne... Nee, wir machen vorne keine. Zurück zu den Upgrades. Genau, den Überrollkäfig hatten wir drin, weil wir ihn brauchten. Aber würde ich, glaube ich, auch tatsächlich drin lassen. Hier haben wir auch alles. Es gibt also nichts mehr, was wir tun können. Außer Leistung draufzusetzen. Und das tun wir auch. Und dann geben wir einfach mal unsere verfügbaren LI in Leistung aus. Ja, und da kommen wir sogar drüber. Aber jetzt haben wir 901 und jetzt könnten wir... Hatte ich nicht eben irgendwas gesagt, was wir hatten, was... Ja, okay, der Käfig nimmt uns LI. Ja, okay. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, wie wir da hinkommen. Mit der Zündung. Die Zündung weg. Und damit kommen wir auf 775 kW, was 1053 PS sind. Weiß ich natürlich nicht im Kopf. Ich habe dazwischen kurz einen Cut gemacht. Bin ich ja ganz ehrlich zu euch. Und habe mir das kurz ausgerechnet. Ja, von daher knapp über 1000 PS, etwas 1381 Kilo jetzt. Damit kann man leben. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt auf die Rennstrecke. Von daher, bis gleich. Und damit sind wir auch schon wieder auf der Rennstrecke. Ja, schon wieder. Ja, ich war vorher auch schon nochmal auf Spa und auf Kyalami und auf Le Mans mit dem 900er Tuning.
Denn ich wollte wissen, wie schnell er ist. Denn original fährt er 350. Damit wirbt McLaren ganz groß. Denn es ist McLaren ihr schnellster Zweisitzer. Warum betone ich Zweisitzer so? Ja, McLaren hat noch schnellere Autos. Das sind aber keine Zweisitzer. Jetzt wird man denken, okay, Gewichtsoptimierung und hin und her und bestimmt nur ein Sitz drin. Nein, in schnelleren Autos sind drei Sitze. Und der Fahrer sitzt dabei in der Mitte und ist mittig ausgerichtet. Ah, sorry an den Mitfahrer hier, den ich da gerade abgeschossen habe. Und das ist mit unter anderem der McLaren F1, den McLaren mit BMW zusammengebaut hat, beziehungsweise mit einem BMW-Motor. Oh. Jetzt habe ich hier eben gerade mal kurz auf meinen Spickzettel geguckt und schon fliege ich ab. Aber ihr kennt's, es ist so passiert, das bleibt drin. Ja, auf jeden Fall hat McLaren mit BMW den zusammengebaut, beziehungsweise mit einem BMW-Motor. Und der hat 391 km/h gebaut und das hat McLaren schon 1993 gemacht, beziehungsweise von 93 bis 97. Und dazu kann ich euch mal ein paar Bilder einblenden, die ich selber bei JP im Museum gemacht habe. Ich würde sagen, ich blende euch die nach dem Rennen hier ein. Unterlegt das mit ein bisschen Musik. Denn, ja, was soll ich dazu groß... Ja, mal gucken. Vielleicht finde ich noch was ich zu sagen kann. Wenn nicht, unterlege ich es mit Musik. Ja, auf jeden Fall war ich im Sommer bei JP im Museum. Und da stand eben dieser besagte McLaren F1. Wenn man live vor so einem Auto steht, das ist immer noch mal was anderes, als wenn man das in irgendeinem Computerspiel sieht. Und vor allen Dingen auch der Motor, der in diesem Fahrzeug sitzt, einfach nur riesig. Stand auch einer ausgebaut, da werde ich euch auch noch mal einblenden. Also da kriegt ihr gleich noch mal ein paar Bilder. Ist vielleicht noch nicht die beste Kameraführung, ich übe da noch ein bisschen. Aber könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Heute sollte er echt viel in die Kommentare schreiben, ne? Schreibt ein Buch. Ja, wenn ich will, muss natürlich nicht. Aber ich würde mich natürlich über jeden Kommentar freuen, den ich sehe. Allerdings ist der... Ich verrate mich auch immer, wenn ich auf meinen Spickzettel gucke, ne? Allerdings ist der McLaren F1 noch nicht das schnellste Auto, was McLaren hat. Denn das schnellste Auto von McLaren fährt knapp über 400 und ist der McLaren Speedtail und ist auch ein Dreisitzer. Von daher ist und bleibt der Sabre hier der schnellste Zweisitzer. Auch so ein Funfact. Kann man wissen. Muss man nicht wissen, ne? Ah, ist okay. Ja, aber... Ich habe nicht viel mehr über dieses Fahrzeug rausgefunden, denn... Ja, A ist dieses Fahrzeug halt nur in der USA verfügbar. Und es gibt auch nur 15 Stück und... Ja, viel mehr, bis auf dass er aus Kohlefaser ist, gibt es eigentlich schon nicht... drüber zu sagen. Und dass er aus Kohlefaser ist, ist eigentlich in der Fahrzeugklasse, wo wir uns hier befinden, ja auch schon nichts Besonderes mehr. Ist schon Standard quasi. Von daher, ja, war das der letzte Funfact, den ich hatte. Denn ihr müsst wissen, so vor so einer Folge gucke ich dann immer doch nochmal bei Google die ganzen Fakten über die Autos.
weiß ich ja auch nicht alle so aus dem Kopf. Zumindest noch nicht. In ein paar Jahren sieht das vielleicht anders aus. Da erzähle ich sowas dann vielleicht auch aus dem Nähkästchen. Ohne Spickzettel. Aber bis man das alles auswendig weiß und so viel über die Autos weiß, da vergeht, glaube ich, schon einiges an Zeit. Da muss man schon richtig gut im Thema drin sein. Und da muss ich halt eben vorher immer noch mal so ein bisschen recherchieren. Jetzt haben wir hier den Porsche vor uns. Eine Runde noch Zeit und... Warum zieht der denn da vor mir? Aber der dritte und der zweite da sind auch nicht allzu weit weg. Vielleicht, wenn ich mich ein bisschen konzentriere, kriegen wir die vielleicht auch noch. Ja, aber so pauschal, was sage ich jetzt im Auto? Also, das Auto ist schon gut. Bin ja jetzt auch schon gefahren, ich weiß schon, wo er auf der Tabelle steht. Und ja, das Auto ist gut. Und ja, wir waren ja beim Thema Geschwindigkeit eigentlich, dass er Serie 350 fährt. Die Tabelle blende ich euch am Ende ein, da seht ihr es nochmal genau, aber ich würde sagen, ich kann ja schon mal mit euch drüber reden. 364 km/h schafft er Top Speed. Ist damit nicht das schnellste Auto. Ich hätte eigentlich gerade bei der Probefahrt gedacht, dass er einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufstellt. Aber hat er nicht. Nee, hier, das ist. Da ist die Strecke zu kurz. Ja, nee, hat er aber nicht gemacht und steht jetzt bei 364 km/h. Ich meine, sind wir mal ehrlich, das ist auch alles andere als langsam, ne? Aber ich würde sagen, wir machen kurz einen Cut und dann gehen wir ins letzte Rennen. Und jetzt sind wir auf Spa im Regen. Ich bin ja mal auf die Zeit gespannt. Ich war gerade überlegen, ob ich es euch schon sage. Ich sag's euch mal noch nicht. Wir gucken mal, was ich hier zu einer Zeit fahre. Und bevor wir die Zeitentabelle einblenden, könnt ihr ja mal kurz auf Pause machen und könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie viel schneller ich im ohne Regen bin. Ja, heute gibt es echt viel Kommentare schreiben. Ich hoffe, es schreibt doch irgendwer überhaupt einen Kommentar. Obwohl, so schlimm ist es ja nun auch nicht, aber man freut sich halt, wenn Kommentare geschrieben werden. Also wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann schreibt jetzt bei irgendeinem Aufruf irgendwas dazu in die Kommentare. Aber kommen sehr gut klar hier mit dem Wetter. Obwohl wir hier Heckantrieb fahren. Gut, wir haben Regenreifen drauf, klar. Aber wir sind schon auf P3 vorgefahren. Jetzt, wo ich so hier im Regen fahre, fällt mir mal wieder auf, wie schön es eigentlich... Also das ist wirklich das schönste Wetter hier in Forza Motorsport, finde ich. Also mir macht im Regenfahren wirklich mehr Spaß als auf trockener Fahrbahn. Ich kann gar nicht sagen, warum. Es ist irgendwie... Es ist so cool gemacht alles.
glaube, ich muss Metzo mal wieder sagen, ich habe Bock auf ein Regenrennen. Dass wir im Multiplayer mal wieder Regenrennen fahren. Ja, sonst werde ich, glaube ich, ein bisschen ruhiger sein, einfach weil ich habe schon, wie ich eben gesagt habe, mein ganzes Pulver für das Auto verschossen quasi. Und ja, ich wollte jetzt sagen, da kann ich mich jetzt drauf konzentrieren, dass wir einen guten Platz machen, aber da sind wir schon Erster. Ja, aber unterm Strich, also das Auto funktioniert auf 900 wirklich besser als auf 800. Um Längen besser. Und das ist, ja, so wie ich am Anfang habe ich gesagt, ich glaube, das Auto gehört in die 900er Klasse. Und das hat sich definitiv bestätigt. Hier fühlt er sich richtig zu Hause. Also noch stärker wäre auch, nee, wäre nichts. Man wird ihn, glaube ich, also auf 998 wird man ihn auch nicht kriegen. Habe ich zwar nicht ausprobiert, aber wage ich stark zu bezweifeln. Ihr habt es ja gesehen, so viele Sachen gibt es da nicht mehr, was man noch einbauen könnte. Man könnte natürlich noch ein bisschen mehr auf Leistung gehen und Reifenmischung oder Gewicht weglassen. Gewicht würde in dem Sinne nichts bringen, wenn müsste man die Reifen weglassen. Aber ich glaube, noch mehr Leistung und schlechtere Reifen, ich glaube, das will man nicht. Also 900er Klasse generell bewegt sich oft so zwischen 800 bis 1000 PS oder 1155 PS ist, glaube ich, bis jetzt aktuell der Spitzenreiter. Ein stärkeres Auto habe ich hier in Forza Motorsport noch nicht gesehen gehabt. Und das sind halt Regionen, da fährt man nicht mit Straßenreifen oder Sportreifen. Da braucht man schon die Rennreifen, um die Leistung auch dementsprechend auf die Straße zu kriegen. Oder halt jetzt wie hier in dem Fall Regenreifen. Sind ja vom Prinzip her mit den Mediums vergleichbar, halt nur für Regen. Mit den Soft vergleichbar, also zumindest vom Reifenabrieb. Halten die Nassreifen, also Regenreifen, genauso lange wie Softreifen. Zumindest im Multiplayer habe ich das eben schon gesagt. Und da ist Bar auch schon wieder fast vorbei. Gehen jetzt hier in die letzte Runde. Und ja, da ich hier eh gerade so auf dem ersten Platz bin, würde ich sagen, ich blende euch einfach hier mal die Tabelle mit ein. Und ihr seht, wir fahren jetzt eine 2,36 und sind im Trockenen eine 2,21 gefahren, also 15 Sekunden schneller. Und generell ordnet er sich hier auf P3 ein. Wobei P2 und 3 nun wirklich sehr, sehr nah zusammen sind. Also da kann man schon sagen, die beiden sind gleich auf. P1 ist immer noch mal 2 Sekunden weiter vorne. Obwohl die Zeit in Kyalami doch sehr ähnlich ist. Und damit würde ich sagen, ist das auf jeden Fall auch ein Auto, was wir mal im Multiplayer testen müssten. Also, ja doch, die Folge ist vom Multiplayer schon rausgekommen. Wo Metz und ich gesagt haben, dass wir die Liste ja auch mal nutzen müssten. Wir wollen jetzt nicht nur Meta-Autos fahren, aber dass man speziell die Autos, die ich jetzt auf der Liste habe, mal gegencheckt im Multiplayer, wie sie sich gegen andere schlagen. Und da werden es dann ja auch das, da wird es auch das ein oder andere Auto schaffen, vom Multiplayer quasi in
Ist es Story, was ich hier fahre? Ins normale Gameplay auf jeden Fall zu schaffen. Und wir da mal einige Autos für hochfahren und dann mal testen. Die Meta-Verdacht-Autos. Ja, was die zu einer Zeit fahren. Und dass wir damit bestätigen, Meta oder nicht Meta. Und unterm Strich das schnellste Auto hier in Forza Motorsport irgendwann finden werden. Ja, und damit würde ich sagen, geht die Folge hier zu Ende. Wir haben den ersten Platz belegt, das im Regen. Ihr habt die Tabelle gesehen. Das war eine gute Leistung. P1. Dann lassen wir uns nochmal loben, das war eine gute Leistung. P1, ja. Ja. Und damit würde ich sagen, bin ich raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.